Was ist dein Lieblingsfach, dein Hassfach? Was ist mein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach, naja, war, glaube ich, Kunst. Ja, ich glaube, Kunst war tatsächlich mein Lieblingsfach, weil Kunst war halt, konntest die ganze Zeit was mit deinen Händen machen. Das kannst du auch woanders, bitte. Ja, man konnte halt fucking die ganze Zeit malen. Das war dann halt irgendwann scheiße in Klasse XY, wo wir dann halt auch angefangen haben, irgendwelchen Scheiß in Hefte aufzuschreiben und Klausuren zu schreiben. Nee, Klassenarbeiten hieß es. Ach, fuck. Also das ging mir so ein bisschen auf den Pinkel, aber ja, ansonsten Bilder malen, was Neues ausprobieren und so weiter, das finde ich immer ziemlich cool. Aber ich muss auch sagen, aus meinem Kunstunterricht habe ich jetzt auch nicht so viel mitgenommen. Ich muss auch sagen, ich hatte eine beschissene Kunstlehrerin auf dem Gymnasium gehabt. Die konnte mich nicht wirklich leiden. Und die hat irgendwie immer an allem rumgemeckert und rumkritisiert. Und ja, nee, die konnte ich nicht leiden. Also ich hatte gute Kunstlehrerin gehabt, ich hatte aber auch beschissene gehabt. Und von daher, also Kunst, ja, war eigentlich immer so. Deutsch fand ich auch ganz gut, gerade wenn es um so Sachen wie erörtern oder interpretieren ging. Da war ich immer ziemlich gut und habe sehr lange Aufsätze geschrieben. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, also man kann jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich pauschalisieren, was mein Lieblingsfach gewesen ist, weil mein Lieblingsfach immer extremst, und das ziehe ich gerne in die Länge, extremst vom Lehrer abhängig war. Also es war nicht so sehr die Thematik, sondern es war halt wirklich vom Lehrer abhängig, wie sehr ich dieses Fach gemocht habe. Ich konnte zum Beispiel, Biologie war teilweise eins meiner Lieblingsfächer, weil ich da den Herr Ottolinger hatte. Herr Ottolinger, Sie sind hiermit gegrüßt, weil das halt ein fucking guter Lehrer war. Der war echt lustig, der war, ja, in Chemie hatte ich ihn auch gehabt, in Bio hatte ich ihn, glaube ich, bloß mal als Vertretung gehabt, oder ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt, in Chemie hatte ich den gehabt, nicht in Bio, in Bio hatte ich der Büttner gehabt eine ganze Zeit und die Frau Tischer. Deswegen konnte ich im Chemie voll gut leiden, weil der Herr Ottolinger, oder wie wir ihn auch genannt haben, der Otti, weil der halt echt gut drauf war. War voll der Liebe, konnte gut unterrichten und bla und ja. Und später hatte ich dann halt eine andere Lehrerin gehabt, die war nicht mehr so der Knaller. Und deswegen konnte ich Chemie auch nicht mehr so leiden. Latein fand ich auch furchtbar. Latein war am Anfang eigentlich ziemlich cool, als es noch gar nicht mehr so viel gab, was man lernen musste. Natürlich eigentlich schon. Also Latein war halt am Anfang, als ich Latein am Anfang hatte, war es eben so auswendig gelernte Scheiß und es war halt noch was Neues und es war cool und man hatte noch nicht so viel, dass man im Kopf behalten musste. Und da habe ich echt durchweg einzeln geschrieben, aber es hat sich sehr schnell abgebaut. Also ich bin sehr schnell so in den Dreier- und Vierer-Sektor gerutscht. Weil es halt fucking langweilig war. Es war halt echt nur Fleiß. Latein ist eine Sprache, die man nicht sprechen kann, wo man echt nur die Wörter ständig auswendig lernen muss. Und wenn man halt nicht jeden Tag was dran macht, wozu man echt keinen Bock hat, dann baut man eben da schnell ab. Ich meine, ich habe dann die Prüfung noch mitgeschrieben und habe das kleine Latinum, ja, hey. Aber es war jetzt ehrlich gesagt, das Gelbe vom Ei war es nicht. Und der Lehrer ging mir auch ein kleines bisschen auf den Sack. Weil der war echt streng. Der war richtig böse streng. Der hat, also wir haben, in der Stunde gab's immer 4 mündliche LKs. Ey, 4. Müsst ihr euch mal vorstellen. Fucking 4 mündliche LKs. Das eine war lesen. Also einen lateinischen Text lesen. Dann einen lateinischen Text übersetzen. Dann Grammatik. Also, kriegst dann halt, musst Wörter übersetzen, musst sie deklinieren oder konjugieren oder bla. Und dann gab's noch Kulturgeschichte, also einen Vortrag machen oder irgendwas, was er diktiert hatte, auswendig lernen und runterbeten. Das hat 4 LKs. Das sind 4 Leute in der Stunde dran gekommen. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass die Stunde dann nicht mehr wirklich viel übrig hat, wenn du 4 LKs machst. Und, ey, das war so zum Kotzen. Und ich kann mich dran erinnern,
Das war vor irgendwelchen Ferien. Also ich weiß nicht, ob es vor den Weihnachtsferien war oder vor den Sommerferien. Nee, vor den Sommerferien ist ja Quatsch. Dann war es vor Weihnachtsferien oder vor den Winterferien. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich glaube, es war vor den Weihnachtsferien. Es waren richtig wichtige Ferien. Und er hat vor den Ferien, in der letzten Stunde, hat er knallhart die vier LKs durchgezogen und die ganze Stunde nur LKs gemacht. Ich gedacht, dieser Wichser. Weil das, ey, hallo, in der letzten Stunde vor den Ferien macht der so einen Scheiß. Naja, ich glaube, ich habe auch einmal eine 6 kassiert. Oder nicht unbedingt eine 6, aber eine 5 habe ich kassiert. Als ich bei, ich glaube sogar zweimal, als ich einmal in Kulturgeschichte drankam und nicht gelernt habe. Und als ich einmal in Grammatik drankam und nicht gelernt habe. Irgendwas davon. Also es war, ey, das war der Horror jedes Mal, diese Scheiße. Ja, aber ansonsten, also, wie gesagt, mein Geschmack, was Unterricht anging, hing, also auch von meinen Hassfächern, war eigentlich immer nur so lehrerabhängig. Ich konnte zum Beispiel Geschichte eine Zeit lang nicht leiden, weil ich da echt eine beschissene Lehrerin hatte. Die fucking sexistisch war. Und, ja, also wie gesagt, Hass- und Lieblingsfächer hängen halt immer sehr vom Lehrer ab und nicht wirklich von dem Stoff, der vermittelt wird. Sagen wir mal so, das Verhältnis ist so 90-10 in etwa. Meep. Aber ich denke, das beantwortet die Frage. Au. Bist du auch auf Facebook? Ja, ich bin auf Facebook. Entschuldigung. Oh, fuck, ich brauche was zu trinken. Kaum habe ich das Wort ausgesprochen, schon geht alles in den Bach runter. Ja, ich bin auf Facebook. Ich habe einmal einen privaten Account, auf dem ich aber nicht mehr viel mache, und ich habe einmal eine Force Instance Seite. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich habe mir halt mal gedacht, wenn sowieso jeder auf Facebook ist, muss ich halt auch irgendwie mal eine Facebook-Seite machen. Und habe das dann halt auch gemacht. Ich bin im Übrigen auch auf Twitter. Und ich bin auf Animax und auf DeviantArt und auf Tumblr. Ja. Und auf MyComics bin ich mittlerweile auch. Aber da mache ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich mache ich da überhaupt nichts. Ah ja. Aber ja, ich bin auf Facebook. Link ist in der Videobeschreibung. Hund oder Katze? Katze. Ja, und ich führe es noch ein bisschen weiter aus, weil ich Hunde doof finde. Die schlabbern einem das Gesicht ab und stinken. Und Katzen stinken nicht. Ja, nee, sorry, es ist meine Meinung. Ich mag Hunde einfach nicht, weil die sabbern dich voll und die stinken. So. Und Katzen sind schmusig und kuschelig. Und die sabbern einen halt nicht voll. Ende. Nächste Frage. Ja, das war jetzt eine Frage, wo ich nicht so weit ausholen musste. Hast du einen Freund? Okay, das kann jetzt nicht von jemandem kommen, der schon sehr lange mir folgt. Nein, ich habe keinen Freund, ich habe eine Verlobte. Ich denke, das fasst alles ganz gut zusammen. Ja, ich gehe also damit gehe ich jetzt nicht so sehr hausieren, aber nein, ich habe keinen Freund, ich habe eine Verlobte. Und mit der, also ja, das ist Misu, mit der ich jetzt auch schon seit langer Zeit zusammen wohne. Und wir sind seit, oh Gott. Oh, seit einem halben Jahr oder so sind wir verlobt. Nächste Frage. Schön bitte. Und ich habe sie. Wie lange brauchst du für eine Seite? Diese Frage hatte ich eigentlich in dem Let's Paint schon mal. Nee, nicht in dem Let's Paint, in dem Dings da. Wie ist das Format? In einem How-To-Format, in einem How-To-Video schon mal beantwortet. Ich meine, du meinst, ich glaube, du meinst jetzt konkret die Manga-Seiten.
Die Manga-Seiten kann ich aber schon etwas konkreter werden, wie lange ich dafür brauche. Nee, kann ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich für eine Seite brauche, weil ich zeichne eine Seite nicht am Stück. Ich mache das Skript oder schreibe erstmal den Plot, dann mache ich das Skript, dann mache ich alle Skizzen für das Kapitel, dann mache ich alle Outlines für das Kapitel, dann wird alles eingescannt, dann wird alles koloriert, also gerastert, dann wird alles getextet und dann wird alles übersetzt. Und das dauert insgesamt warte. 1, 2, 3, 4. Moment, nee, warte mal. Ich muss jetzt mal zählen hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, etwa 5,5 Wochen. Also ich brauche etwa 5,5 Wochen für ein Kapitel. Also das ist aber jetzt natürlich nicht reine Arbeitszeit, weil nebenher muss ich auch noch ein bisschen zur Uni gehen und nebenher muss ich auch noch anderes Zeug arbeiten und generell arbeiten und ja. Also wie gesagt, das ist nicht reine Arbeitszeit, aber etwa 5 Wochen brauche ich für ein Kapitel. Nächste Seite. Frage, nicht Seite. Ach. Welche drei Gegenstände würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Oh. Ach, das sind immer so Fragen, die hätte ich lieber vorher gelesen, um mal drüber nachdenken zu können. So spontan ist es doof. Ein MP3-Player? Mein Laptop? Ne, warte mal, wenn ich einen Laptop habe, brauche ich den MP3-Player nicht. Also mein Laptop? Eine Kamera? Und ein Kuscheltier. Ja. Es kommt natürlich drauf an, gibt es auf der Insel Strom? Wenn nicht, dann nicht den Laptop und die Kamera, sondern. Also ich glaube, wenn es wirklich so um Survival ging, würde ich wahrscheinlich einen Topf mitnehmen. Und Feuersteine. Schätze ich mal. Also wenn es wirklich um Survival geht, würde ich das machen. Aber wenn es halt wirklich nur um, darfst du ein drei Gegenstände mitnehmen? Ja, Laptop, Fotoapparat und Kuscheltier. Glaube ich. Oder so. Ich keine Ahnung. Ja, also das sind jetzt eigentlich doch ein paar Fragen. Ja, das sind jetzt noch ein paar Fragen. Das Problem an der Sache ist, irgendwann ist die Zeit, die ich fürs Let's Play Paint habe, natürlich auch vorbei. Deswegen würde ich einfach mal sagen, mache ich jetzt hier einen Cut. Tut mir leid an die Leute, deren Fragen ich nicht beantworten konnte. Stellt sie ruhig nochmal, wenn ihr trotzdem wollt, dass sie jetzt ganz wichtig sind und dass ich die mal beantworten soll. Ja, und an alle anderen, wenn ihr noch Fragen an mich habt oder wenn ihr über irgendwas quatschen sollt oder wenn ich mal über irgendwas quatschen soll oder zu irgendwas meine Meinung mal abgeben soll, schreibt mir einfach eine E-Mail oder ihr könnt es, ach, ich könnte es eigentlich auch in die Kommentare schreiben, da sehe ich es auch. Also entweder in die Kommentare oder eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist in der Videobeschreibung. Schreibt eine Frage und dann gucke ich mal, ob ich die ins nächste Let's Paint mit reinnehme, falls irgendjemand noch möchte, dass ich mal nochmal so einen Podcast mache. Wenn nicht, dann kommen wieder ganz normale Let's Paints. Ja, und ich denke, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin.